Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zum Test-Livestream. Das Ganze ist heute mal nicht öffentlich aktuell, da ich das Ganze erstmal durchtesten möchte, werde ich den Stream erst hinterher veröffentlichen. Ich teste einfach mal so ein paar Dinge durch heute, um zu sehen, wie stabil die Verbindung ist, um zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit hier auf eine kurze Trainingssession auf Le Mans, denn bald ist es soweit, die 24 Stunden stehen bald auf dem Programm. Und ja, für mich ist es eine Premiere hier auf der Strecke, denn zu dem Rennen konnte ich bisher aus Zeitgründen nie antreten. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es dieses Jahr endlich mal klappt. Gut. Bis zu den Top-Zeiten ist es für mich noch ein weiter Weg. Deswegen, da müssen noch viele, viele Trainingsstunden runtergerasselt werden. Und bei einigen davon, ja, werde ich euch einfach mitnehmen. Und wir schauen mal, wo wir dann zum Rennen hin zeitlich stehen werden. Hoffentlich in einer akzeptablen Zeitzone, sagen wir es mal so. Eieieiei. Okay. So sollte es nicht sein. Also nochmal von vorne. Und langsam angehen. Ja, für unser Team, das Slow Motion Sim Racing Team, ist es ebenfalls eine Premiere, denn wir starten zum ersten Mal mit sage und schreibe 3 Fahrzeugen hier in Le Mans. Wir werden fahren im HPD, im Porsche RSR GTE und im Ferrari 488. Ich werde mir den Ferrari teilen mit dem Ercan, dem Wolfgang und dem Kilian. Christoph, Nils und Björn im HPD und ich glaube Patrick und Alex im Porsche. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, Marco fährt auch noch im Porsche. So war's. Ja, unser Team ist mittlerweile wirklich zu einer guten Größe angewachsen, muss man sagen. Also, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das endlich irgendwie gepackt bekommen haben. Und wir sind eine tolle Truppe, muss man sagen. Und ich bin stolz, Teil dieser Truppe zu sein. Right side. Hold your line. Ah, jetzt der BMW hier an uns vorbei. Still there. Clear right. So, ja, er war auf jeden Fall deutlich länger unterwegs als wir. Und ich denke, da ich eh gerade in der Outlap bin, lasse ich ihn einfach mal vorbei. Ist immer besser. Bevor man da irgendwie einen Unfall riskiert. Okay, was macht er jetzt hier? Yellow flag, caution. Gut, jetzt muss ich aber an ihm vorbei. Car right. Still there. Hold your line. Ich denke, diese Runde wird sowieso nichts mit einer Bestzeit für ihn, weil da hat er eben die Kurve nicht optimal bekommen. Deswegen denke ich, macht es nichts, dass ich mich da vorbeigemogelt habe. Ja, ich werde mal schauen, wenn der Stream hier ohne Probleme funktioniert und es auch keine Verbindungsabbrüche oder sonst irgendwas gibt, weil momentan bin ich hier noch im WLAN unterwegs. Ist ein bisschen kompliziert hier im neuen Haus mit dem Internet. Wir haben nur eine Telefondose und die ist natürlich im Obergeschoss.
Und unser Racing Room, so nenne ich ihn mal, ist natürlich im Keller. Und das ist ein wenig kompliziert. Ja, jetzt haben wir uns hier erstmal ein Mesh-Netzwerk aufgebaut und haben quasi jetzt hier unten die letzte Fritzbox, die hier unten angesteckt ist, dann per Kabel mit unserem Computer verbunden. Ja, muss man mal gucken, wie stabil hier die Verbindung ist. Und wie das Ganze so läuft, da der Kilian hier quasi direkt neben mir ebenfalls am Fahren ist. Und ja. Wie gesagt, da erstmal ein paar Tests hier bezüglich Livestream, gucken, wie stabil, wie läuft das Ganze. Und ja, ob ich hier nicht doch irgendwie von der Hauptbox, sage ich jetzt mal, ein Kabel bis nach unten legen sollte, um eben eine stabilere Verbindung herzustellen, zu bekommen, wie auch immer. Aber wie gesagt, dafür hier diese Teststreams. Wenn alles gut läuft, denke ich mal, kann man den nächsten Stream vielleicht direkt öffentlich machen, sodass ich auch direkt das Feedback von euch dazu bekomme. Und ja, ich freue mich drauf, euch auch in Zukunft mit Livestreams hier zur Verfügung zu stehen, euch Livestreams anbieten zu können. Ist halt jetzt hier mit der deutlich schnelleren Internetleitung von 100.000 auf jeden Fall machbar. Vorher, wie gesagt, wie erwähnt, nur eine 50.000er zur Verfügung gehabt. Und davon kam auch meistens immer nur so 30.000 an. Und da war nichts mit Livestream. Das ist alles viel zu unstabil gewesen. Unstabil. Und das hätte nichts gebracht. Deswegen jetzt hier umso besser mit der 100.000er Leitung. Und bisher sieht doch alles gut aus. Wie gesagt, der Kilian, der sitzt direkt neben mir und fährt gerade auch seine Lizenzklasse hoch. Also nutzt auch ordentlich Ressourcen der Internetleitung. Aber dennoch ist die Verbindungsqualität sehr gut. Okay, und ich kriege hier nichts auf die Kette. Vielleicht einfach mal weniger quatschen, mehr fahren. Das soll helfen, habe ich mal gehört. Ja, wer von euch ist dann auch am Start hier in Le Mans? Wen sieht man vielleicht auf der Strecke? Wer hat noch keinen Fahrerplatz? Fragen wir mal so. Wer traut es sich zu und sucht noch einen Fahrerplatz? Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der noch Lust und Laune und Zeit hat, bei uns hier mitzufahren. Da unsere Fahrzeuge ja mehr oder weniger knapp besetzt sind, also teilweise dann wirklich nur mit 3, maximal 4 Leuten. Und ja, bei manchen nicht ganz sicher, ob sie jetzt tatsächlich fahren. Deswegen, also wenn einer Zeit und Bock hat, ja, einfach mal melden. Gerne hier in die Kommentare oder einfach mir bei Facebook schreiben. Und dann können wir da mal in Kontakt bleiben. Okay, Marcus, there's a faster car approaching. Clear left. So, die Reifen dürften jetzt eigentlich warm sein, dürften jetzt im optimalen Arbeitsfenster liegen. Das heißt, wir können jetzt schon mal versuchen, eine gute Zeit rauszufahren und zu gucken, wo wir so stehen. Aber so wie ich mich kenne, gibt es sowieso wieder irgendwo ein Off-Track, irgendwo einen Fehler, irgendwo irgendeine
oder irgendein Missgeschick. Ist er weg? Ja, okay, er fährt wieder. Da ist doch der Kollege von eben hier, dieser Erik. Ah, wie heißt er? Mirko? Irgendwie so. Da geht er früh in die Eisen. Aber gut, spende mir mal ein bisschen Windschatten. Schön, wie der Ferrari sich da ransaugen kann. Still there. Clear left. Aber da hat er gut reagiert. Fand ich klasse. So, und jetzt kommt er ran. Jetzt ist er in meinem Windschatten. Ja, ich sehe schon, es gibt ein kleines Battle hier zwischen mir und ihm. Ah, verdammt, das war nicht gut von mir. Da hab ich mich doch verbremst. Und entschuldige mich dafür auch direkt. Ach, schade. Hätte ein schönes Battle werden können, aber irgendwie... Da war ich ein bisschen zu spät auf der Bremse, wurde ein bisschen zu weit nach draußen getragen und hab den dann irgendwie mit meiner... mit dem Heck irgendwie touchiert. Das war definitiv keine Absicht. Aber ja, wie das halt eben zum Start dieser Runde erwähnt hatte, irgendwas passiert sowieso. Deswegen versuchen wir es doch jetzt einfach noch einmal, hier jetzt eine schöne, schnelle Runde zu fahren. Ja, wie gesagt, ich muss hier definitiv noch deutlich was machen. Ach, wir haben ja sogar eine Slowdown, also das wird schon mal nichts mit der schnellen Runde. Ah, ist doch scheiße. Na, wie gesagt, ich muss hier deutlich was tun. Eigentlich wäre am Wochenende jetzt die VLN, aber ich glaube, die lasse ich ausfallen, um weiter hier für Le Mans trainieren zu können. Alright, Marcus. We need to watch these track limits. So kann ich definitiv kein 24-Stunden-Rennen fahren. Das wird nicht funktionieren. There's a faster class car approaching. Aktuell, also ja, mehr oder weniger, ich fahre ja wirklich grottenschlecht. Das muss man einfach ehrlich so sagen. Das ist ja jenseits von Gut und Böse hier, was ich mir zusammenfahre.
Hier in dieser Kurve, da bin ich mir echt nie sicher, ob es jetzt wirklich der erste sein muss oder ob es auch noch einen zweiten geht. Da muss ich irgendwie noch den Weg durchfinden. Ich denke, das kann man locker am zweiten machen, aber ich habe halt irgendwie immer das Gefühl, dass ich da nicht durchkomme. Ja, da muss ich echt noch irgendwie einen Weg finden. On your right. Clear right. Ah, hier hätte ich ein bisschen weiter nach außen gehen müssen. Aber da wird das Heck ein bisschen leicht gerade. Da muss ich gerade ein bisschen aufpassen, dass ich nicht verliere. Zu weit raus. Und wieder eine Slowdown. Okay, Marcus. There's a faster class car approaching. Also habe ich auch gar keine Chance, hier überhaupt irgendwie eine schnelle Runde zu fahren. Das sind ständigen Slowdowns. Mega nervig. Ah, ich glaube, es gibt auch jetzt noch eine Disqualifizierung. Jawohl. Na, dann sei es so. Dann beenden wir das Ganze hier auch. Das bringt nämlich so nichts. Ja, war ja mehr oder weniger sowieso nur ein Test für den Livestream, ein Test zu gucken, wie das Ganze hier läuft, wie stabil das Ganze läuft und, ich schaue mir das Ganze jetzt einfach nochmal real life an und ja, gucken wir mal, ob es da irgendwelche Ausfälle gab. Aber jetzt hier in meiner Anzeige ist alles top, alles in Ordnung. Ja, dann wird wohl der nächste Livestream auch komplett öffentlich und live sein. Und dann könnt ihr mir da mal euer Feedback geben. Wir hören und sehen uns wie auch immer. Ich wünsche euch noch was. Bis dahin. Ciao, ciao.